Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir gehen jetzt zu Rittersporn. Ich habe mir erlaubt. Wow. Ich habe mir erlaubt, ein paar Schritte schon vorzugehen, damit wir nicht gleich die ganzen. Schritte gehen müssen. Die ganzen Weg laufen müssen. Boah, die Kinder spielen ja alle dasselbe Spiel. Er ist besoffen. Jetzt bin ich gespannt, ob dabei noch was groß rumkommt. Oh, wo geht's hier hin? Okay. Wie geht's denn Prisselau? Er steht da, okay. Wie geht es besser? Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Ist das jetzt der Abschied für immer? Nein, oder? Okay, das war also die Quest. Ja, das war nicht schlecht. Das haben wir gut gemacht. Okay, das bedeutet, wir haben einen neuen Auftrag. Und zwar, nee, das sind Karten. Ja, obwohl die meiste Frau spricht mit den Hexenjägern vor. Ich glaube, jawohl, dann würden wir was für den tun, ne? Finde den Schreiber in der Passivflow, melde dich zum Günturnier. Ne, ich glaube, wir machen dann wirklich jetzt das. Ne, da, hier. Okay. Tiftrickster in der Passivflora. Jetzt bin ich gespannt. Auf geht's. Ein König töten. Boah, ohne Spaß, dieser Pfeil verarscht mich ohne Ende. Diese. Alter. Okay, dann wird das hier wohl richtig sein. Boah, ich bin wirklich gespannt, ob wir wirklich dann den König von Radovid töten. Ich weiß nicht, das wäre zu. What the? Warum passiert das? Weiß das jemand von euch? Das ist mir jetzt schon zwei, drei Mal passiert. Ich weiß nicht, warum das passiert. Aber, weil das wird irgendwie alles ändern. Alles in der ganzen Welt. Dann wäre ja kein Krieg mehr. Das wäre echt, Ach, das ist die Passiflora. Okay. Hallo, Dijkstra. Ach, wir müssen mit Marquis Serenitz reden. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit zwei Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Okay. Ja, wo lang? Ja, was denn? Hä? Geralt, sei gegrüßt. Ja. Ja, sprich leise. Sie warten. Wo entlang? Da hoch oder was sollte das jetzt heißen? Dijkstra. Geschenke, Fremder. Wie der Nippel sich da. Oh, trägt die eine Leggings? Ja, tatsächlich, eine Leggings. Was haben die hier alle mit ihren komischen Fächern? Meine Fresse, wo ist denn der Typ, Ja, dann zeig mir das doch. Alter, ich schlachte dich.
What the fuck? Hä? Ach, hallo Nussknabe. Hallo? Willst du mich verarschen? Wo ist der? Suchst du was? Ja, ich such Dijkstra, dann such ich ihn halt selber, ist mir scheißegal. Hä? Geralt, sei gegrüßt. Was? Komm schon, Süßer, keine Scheu. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Hä? Ich weiß genau. Ja. Sie warten. Ja, danke schön. Wow, ich musste erst auf eigene Faust erkunden gehen, bis Team mir da mal gezeigt hat. Guck mal hier, willst du dir mal meinen langen Stab angucken oder was ist los hier? Der brennt sogar, oder glüht. Ja, geht doch. Ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht, ey. Alter. Für die liebe Wiege schon. Sagte sie, während sie in einer verkackten goldenen Tonne saß. Wow. Überall nackte Frauen. Okay. Verdammt. Ist wohl ein großer Klugscheißer. Ja, guck dir meinen Stab an. Da hoch. Der Boss wartet schon. Ja, ich weiß. Oh, sie liest gerne. Boah, wie schön. Mein Gott. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridangs Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Dass Triss und Yen nicht sicher sind, solange Radovid lebt. Das kannst du glauben. Nun, ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und nun zur eigentlichen Sache. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross? Du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedwen um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Okay, die meinen es also ernst. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Das stimmt. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermassen. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Madame. Okay.
Das bedeutet, wir werden wohl wirklich einen König stürzen. Mal kurz runterkommen. Hier irgendwie rausgelangen aus diesem Wirrwarr. Sie sitzt nach wie vor in ihrer goldenen Tonne. Suchst du was? Oh, okay, das heißt auch große Aufträge wie Könige stürzen. Die starten mit ganz gewöhnlicher Arbeit, nämlich erstmal den redanischen Kontaktmann aufsuchen und mit ihm sprechen. Und wir müssen erstmal eine... Da. Toll, kann ich voll wieder zurücklatschen. Okay. Und ich hätte mega gern andere Handschuhe. Die sind so mega unpassend für Geralt einfach nur. Boah, Alter, was ist denn das für ein Gebäude? Auch so Flammen. Ah, das ist wahrscheinlich von der heiligen Flamme. Okay. Den Ponta, das heißt, das ist unten. Der Ponta war doch unten, oder? Der war hier, ja. Jawolski. Okay, Ursten, da müssen wir uns hin teleportieren. Krass, wir kommen mal raus aus Novigrad. Das ist ja ewig schon nicht. Also fühlt sich so an, als wäre es ewig nicht passiert. Obwohl das eigentlich erst letzte Folge war, aber auch egal. Okay. So, Plätze. Ich verstehe nicht, warum. Da mussten sie auch mal dran arbeiten. Ah, okay, das war schon näher. Dass die Minimap nicht nach Zwischensequenzen, nach einem Laden oder nach einem, sag mal schnell, nach Schnellreise immer direkt schwarz ist. Das ist ein bisschen komisch. Boah, Alter, was ist denn hier? Oh, krass. Komm schon, Plätze. Das ist echt so ein Spiel, wo man irgendwie am laufenden Band Screenshots machen möchte, wenn man das jetzt auf dem PC spielt. Ja, wenn ich da irgendwo an der höchsten Stelle stehe, einen Screenshot machen. Wenn ich im Wald bin, während die... Oh, was ist das denn? Los, los. What the fuck? Wollen wir mal kurz halten? Und die den Bekanntschaft von unserem Schwert machen? Hallo, Neckar mit irgendwas auf dem Kopf, scheiße. Boah, ausgewichen. Boah. Wow, wow, wow. Alter. Weg mit dir. So, wo kommt da noch einer? Nein, pack dein Schwert nicht weg. Da ist doch noch einer, oder? Weg. Oh, kommt ein paar mehr. Oh, da kommt viel mehr. Alter, da kommt sehr viel mehr. Nein. Ja, Feuer. Ich feuer euch an. Wow, Alter. Alter, was ist das Gemetzel hier? Boah. Da hat ihr dann ausweichen auch nichts mehr. Feuer, Feuer! Oh Gott. Jetzt aber. Oh, kommt ins Licht, meine Kinder. So. Ach, schon wieder so. Das war's. Okay, das war nicht allzu... Moment. Was? Wo ist meine Fackel? Hey, ich bestehe auf meine Fackel. Warum habe ich die nicht mehr? Wo ist meine Fackel? Die ist ziemlich wichtig. Besonders hier. Das klingt nicht gut. Jetzt muss ich mich ernsthaft so vor... Was ist das? Toll, ich sehe... What? Nein! Doch, oder? Doch, doch, doch. Nein, ich sehe nichts. Nee, das ist doof. Scheiße. Och Mann, ich hätte so gerne jetzt hier diesen Felstroll gekillt, aber ich kann echt nicht, wenn ich nichts sehe. Toll, wo ist meine Fackel hin? So ein Kack. Okay, das müssen wir uns merken. Kommen wir später wieder. Ach, da sind wir schon. Da ist der redanische Kontaktmann. Der Contactman. Der anscheinend mehr Informationen hat. So. Schon wieder so. Da ist Gregor. Hallo, Gregor. Ja, ich möchte mit dir reden. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Er hat seinen Helm schnell ausgezogen, weil ihm zu warm war. Jetzt bin ich gespannt, was der uns erzählen kann. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemanden den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler.
Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Bis dann. Okay, finde die Wagen des Schusters. Darf ich hier raus? Ja, sehr schön. Achso, hier bin ich voll falsch. Nee, doch, hier bin ich richtig. Hey. Plätze. Okay, da spawnt er wieder ganz woanders. Und aufsitzen. Du wirst ersticken. Alter. Weg mit euch. Boah, es war 30. Boah, wie geil das aber auch ist. Da, wo kein Passierschein war, oder wo halt diese Regel noch nicht festgesetzt wurde, da waren so ein, zwei Leute. Und nach dem Passierschein ist wirklich die ganze Brücke voll. Ich finde das mega faszinierend. Ist das etwa schon diese? Nee. Beweg dich! Das ist ein Käfig. Warum ist da ein Käfig abgebildet? Ach, wir sollen eh hier. Ist das etwa der Schuster? Lass mich raus! Ich flehe dich an! Der Schlüssel ist hier irgendwo. Ja. Er muss es sein. Da. Unverschickter Brief. Ja. Ich guck mal. Ne, da ja nicht dran, oder? Ne. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Ich gehe mal aber davon aus, dass das nicht der Schuster ist, weil sonst würde das bestimmt über dem stehen. Das ist einfach nur ein Kaufmann. Da, was ist das denn? Das sieht doch interessant aus. Altes Schafsfell. Ah. Kampfspuren. Oh. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Komm mal her. Achso, das war's schon. Oh. Ein Wag. Oh, der war mal der Wag. Okay, der war schlecht. Hier. Zeitlupen. Boom. Ah, was ist das für ein komisches Geräusch, wenn wir die töten? Ah, wir haben wieder unser Ding verwendet. Ah, rohes Fleisch. Okay. Da, ein Stiefel. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Sieht so aus, würde ich sagen. Da ist noch ein Schuh. Ist das auch noch ein Schuh? Wo sein Träger wohl ist. Das ist... Hat das Absätze? Achso. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. What the fuck? Wie viele Schuhe gibt... Wo sein Träger wohl ist. Ja, wie viele Schuhe gibt's denn hier? Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Die haben beide ihre Schuhe ausgezogen, bevor die gekämpft haben. Ach, da. Noch ein Schuh. Noch ein Schuh! Wo sein Träger wohl ist. Willst du mich verarschen? Ein Schuh. Ja. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist. Ja, ich merke das schon. Da haben... Da ist noch ein Schuh. Ach so. Ein Schuster. Oh, ich bin so dumm. Oh Mann. Aber warum ist das hier... Hier, like... Rot in Rotkäppchen. Hänsel und Gretel hat ja die Schuhe hier verteilt, damit man den findet. Scheint ja fast so. Okay. Was? Doch, einfach nur hier diese Dingens lang. Oh, da ist irgendwas. Was macht der hier? Ja, hast genug Schuhe, ne? Hallo, Felstroll. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden.
Sonst Ärger mit Ogg und Pogg. Ogg und Pogg, sind das deine Freunde? Findergroße, Ogg und Pogg. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ogg, Pogg, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ogg sagen Mann Schuhe machen. Für Ogg, Pogg und Rock Schuhe machen. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ogg, Pogg und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Achso, oh, das war's. Ja. Leb wohl. Kann es sein, dass das, In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Hier, Gronkh und so sind? Weil das sind drei, das wird passen. Also, das waren Gronkh, Walle, also Saraza und von High Five. Ich weiß nicht, Maxi heißt hier oder so. Was ist hier? Oh, verbesserte Sattel, Harz, Bernsteinstaub. Ja, geil, nehmen wir alles. Machen wir noch in dieser Folge. Finde die Trollhöhle. Ich sollte echt. Achso, ich muss das. Oh, ja, wow. Ich weiß, dass das ist. Ja, hier ist jetzt irgendwas. Oh, jetzt kann ich ja doch da reinrennen. Okay, ich bin gespannt, ob wir gegen die zwei kämpfen müssen. Ich muss mir unbedingt eine Fackel wieder. Ich muss mir eine Fackel holen. Ja. Oh wei. Taler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Blut beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer sollen? Ganz ruhig, Ogg. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Taler nicht gehen! Taler sitzen! Arsch runter! Taler Schwanz, du Zerschuhe machen! Aha. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Taler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Taler nicht gehen! Taler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Taler hierbleiben! Du Schuhe haben! Ogg Schuhe nicht haben! Rock nicht haben! Bock nicht haben! Taler Schuhe machen! Taler los! Immer mit der Ruhe. Taler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Hä? Seht euch eure Füße an. Die sind scheißriesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock wir und Rock wir? Zwei Paar für jeden von euch Arschgesichtern. Taler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpel seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich nicht. Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich kein bisschen verändert. Du hast ein Kind. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Es ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Hier muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen, so viele Monster zu töten.
Ich habe gehört, dass ihr drei auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt, Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das, als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Thaler findest du nirgends im Norden. Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wow. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit. Hey, man. Ich hab nicht zu Ende erzählt. Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Ock und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Ja, will der uns nicht irgendwas erzählen? Du warst Hehler in Vysimar. Wie bist du zum Schuster geworden? Ich habe mir den unauffälligsten Beruf ausgesucht. Die Hehler-Sache, miese Tarnung. Hab zu viele Leute verärgert. Die Aufmerksamkeit konnte ich nicht brauchen. Dann wollte ich Schankwirt werden. Da trifft man viele Leute, die meisten davon Idioten, aber die reden über alles Mögliche. Aber man hängt an einem Ort fest, wie ein alter Köter an der Kette. Immer im selben Hof. Aber ein Schuster kommt rum, ja? Davon kannst du ausgehen. Hab sogar diesen schicken, rollenden Stand gebaut. Sehr schick. Ein Volltreffer. Ich habe damit ein kleines Vermögen gemacht, seit der Krieg angefangen hat. Diese Arschlöcher in Uniform marschieren ohne Unterlass. Weißt du, was passiert, wenn sich ihre Scheißstiefel auflösen? Ihre Füße bluten und werfen Blasen. Kein Soldat, der nicht seine Mutter für ein paar bequeme Kampfstiefel verkaufen würde. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut. Verstehe. Okay, dann. Bis dann. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze Scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über drei Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Hä, aber ich verstehe nicht. Jetzt sag ich, das ist zu Ende. Ernsthaft? Hey, was ist das denn? Da sind Leute. Komm, die machen wir noch fertig. Oh, niemand reißt mir die Eier ab, die brauche ich noch. Aber geh weg, du Pferde. Verdammt. Moment, ja, ja, perfekt. Hä? Was? Das war die falsche. Alter, das Pferd fuckt ab. Alter, was ist hier los? Nein, jetzt geh mal drauf. Hä? Er ist tot, okay. Anführer der Deserteure. Es gibt sogar Anführer. Jetzt nicht mehr. So. Boah, das Geräusch. Okay, nee, ich muss aber das wechseln, weil das Geräusch hört sich mega scheiße an, wenn er zuschlägt. Nein, gehört's nicht. Alter, du scheiß Pferd! Danke. Meine Güte. Okay, jetzt können wir den auch retten. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Nee, das war's nicht. Ja, Käfigschlüssel. Und der wird uns jetzt gleich sagen. Pass auf, der sagt uns gleich, wenn du nach. Keine Ahnung, was kommt, wird sich das für dich lohnen. Aber ich habe keine Ahnung, wo was weiß ich ist. So, nein. Nein. Hallo? Boah, dieses Pferd, ne? Ich möchte es töten. Okay.
suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Hab Waren für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Aha. Und plötzlich, du bist ein nutzloses Scheißvieh. Beweg dich. Ah. Boah, ich schwör's euch, ne? Okay. Das heißt, wir haben es abgeschlossen. Wir töten gar keinen König, Mann. Was für ein Kack. Okay, Moment. Shit, das ist komplett weg. Auge um Auge. Das ist was anderes. Moment. Das ist Philippa Eilhardt. Das ist Spieler von Großstadt. Nee. Das ist Geh nach Einbruch. Das ist noch zu stark. Nee. 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 Es ist das ernsthaft nicht. Wie krass. Aber dann würde ich sagen, das ging noch schnell. Machen wir Triff Roche in seinem Lager. Weil, weiß ich nicht. Da habe ich auch noch Bock drauf. Das machen wir. Und dann vielleicht noch Philippa. Das muss ich überlegen. Sonst gehen wir nämlich nach Skellige. Wir reiten aber noch kurz hier hin. Beweg dich. Ja, beweg dich, genau. Boah, ey. Dann steht da dieser verkackte Gaul die ganze Zeit rum und ich treffe da nichts. Schrecklich. Ja, total schlimm. Ich rate dir. Boah, jetzt geht's wieder los hier. Was? Ah, jetzt reite doch bitte. Boah, Alter. Weg mit euch. Schade, dass sie nicht hinfallen. Hast du's eilig? Ja, hab ich. Ich bin ein Witcher, ich hab's immer eilig. Okay. So, dann würde ich sagen, dann sprinten, beziehungsweise schnell reisen wir nochmal dahin. Versteckt chimärischer Freischärler. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, oh, danke wie immer fürs Einschalten. I'm Jay und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder. Und ja, tschüss.